Ich bin hier im Charlton Kapitolgebäude, dem Präsidentenzimmer. Und es wird jetzt gleich eine sehr wichtige Ankündigung kommen. Dann wollen wir mal los. Ein Brief des Präsidenten. Also, Leute, die Mitteilung ist, dass die Brotherhood of Steel nicht nur das Atlas-Observatorium zurzeit ausbaut, sondern auch Vault 96 sichert für die Übernahme, wenn die Bruderschaft des Stahls Brotherhood of Steel in Ödland eintreffen wird. Derzeit wird das Vault 96 nur von einer kleinen Schar bewacht. Wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt beim Vault 96. Hier ist alles noch nicht richtig aufgebaut wie beim Atlas-Observatorium, aber diese Leute hier, Gut die zuhören werden ist sich der demnächst Schlüssel darum zum kümmern. Erfolg. Die stählerne Bruderschaft, die jetzt hier aufpasst. Sie ehren auch ihre alten Helden. Hier draußen stärken sie sich, machen Fitness oder spielen eine Runde Basketball. Dunking! Ja, ist auch leicht mit einem Jetpack. Ich bin kein Sanitäter, aber dieses Stimpack wird Ihnen nicht helfen. Hier ist also die Bruderschaft. Das Vault 96 aufbaut. Mit Charlie. Ja, Charlie will heute nicht. Lichter am Himmel. Jemand schickt uns eine Nachricht. Zum Frühstück gibt es auch mal ein Ei von den Chicks. Was würde der älteste Maxon nur zum Zustand ihres Camps sagen? Stopp! Alter, das würde der sagen. Also, such weiter! Ad Victoria. Dann wollen wir jetzt mal nicht hier unten, sondern oben anfangen. Dann wollen wir mal sehen, was sich hinter verbirgt. Es ist relativ laut. Also, ja, es ist die Werkstatt. Ich frage mich, wer uns da draußen zu. Hier können auch gleich mehrere Powers verstehen. Station benutzt werden für die PAs. Genügend Material ist da. Und
was ist hier unten? Der Doktor ist da. Wollen wir mal schauen. Hier werden wohl Tests gemacht. Und hier muss ich wohl auf den Doktor warten. Der sagt mir jetzt gerade, ich kann reingehen. Okay. Dann will ich mal zum Doktor reingehen. Da sitzt er. Da suchen die, aber ich soll mich setzen. Zuhören, immer zuhören. Gibt und den seht es machen. Die unteren Zahlen, die kann ich natürlich wie immer nicht lesen. Oh, er guckt betrübt. Ich glaube, vielleicht sollte ich mal zum nächsten Doktor gehen. Jo. Ich glaube, hier wird mein Kopf untersucht. Aber das möchte ich nicht. Das ist also die medizinische Abteilung. Und was ist hier? Restricted Area. Keep out. Die Bruderschaft. Sie nie und nimmer. Anmeldung. Oh, das scheint wohl der Knast zu sein. Das an den Wänden motiviert die Typen nicht. Und was haben wir mit denen gemacht? Was sagt der? Mir doch egal. Und die ganzen Särge hier? Jemand. Jungs, was habt ihr gemacht? Ihr seid schon wieder im Knast. Atomraketen starten. Wenn ihr seht, da hinten die Fleischhaufen. Und da die ganzen Särge. Jungs, macht, was die Leute euch sagen. Macht nicht, so einen Aufstand. Das ist die Brotherhood of Steel. Die helfen uns, das Ödland zurückzuerobern. Jungs, das solltet ihr mal ein bisschen dran arbeiten. Vielleicht gehört ihr dann auch mal dazu, zu den Brotherhood of Steel. Bin ich da gerade in Ghoul-Gedärme getreten? Widerlich. Wo geht's jetzt die hier hin? Sind ganz nett, aber es ich hoffe, da wird's besser. Als das, was ich bisher gesehen habe. Oh doch, ja. Hier sitzt man zusammen, spielt Dart, isst was, have a great day. Also hier ist die Kombüse oder Kantine. Und jetzt auch noch verbrannte, armes Ödland. Können wir nicht. Ja, Charlie, irgendwann wirst du vielleicht ja auch gegrillt. Hier aus kann man dann auch ein bisschen schon gucken, wenn die ein Spiel machen da, Käfig. Ups, was höre ich denn da? Auch ein bisschen Unterhaltung. Das habe ich aber schon mal besser gesehen. Ist das überhaupt? Ja doch, jetzt hast du getroffen, Alter. Komm rüber. Alter. Ich mach dich hier fertig.
Bei einer Partie Kicker. Los, komm, Alter. Bin ich da gerade in Ghoul-Gedärme getreten? Widerlich. Siehst du, wie ich dich fertig mache? Weiß ja nie. Okay, ich lass dich mal gewinnen. Will man nicht mutieren, muss man Red Away probieren. Was ist? Wo ist er hin? Ach nee, der ist nicht nach draußen gegangen, der ist nach hier gegangen. Hier ist also der Schlafsaal. Jeder hat seinen Spind. Alter, du schnarchst. Kann ich mich auch so waschen. Und hier. Ja, über die Toilettenpflege muss ich mal mit dem Chef sprechen. Also während er hier weiter schläft, spaziere ich mal weiter das Camp. Ja, hier waren wir eben schon. Fischers Fritze fischt frische Fische. Ah, also, bitte. Hier waren wir auch schon. Da auch. Und jetzt geht's nach oben. Ja, ich kann gerade nicht. Tut mir leid. Wieso? Hoffentlich hat der Tipp sich ordentlich für dich gelohnt. Ja. Und du arbeitest hier? Im Boss Control Center? Oh, ich brauche eine Pause. Von so viel Funkgerede kriege ich Kopfschmerzen. Ich arbeite schon länger an dieser verschlüsselten Nachricht. Ich brauche noch etwas Zeit. Die Katze tritt die Treppe. So blöd zu labern. Kann ich einen ordentlichen Termin gleich kriegen bei deinem Chef? Warte, jetzt arbeitest du jetzt hier? Bist du multitaskingfähig? Ist es wirklich zu viel verlangt, hier alles schön ordentlich zu halten? Im Funk ist gerade nicht viel los. Sorry. Ja, von hier aus kann man viel überblicken. Mutanten und jetzt auch. Und hier an dem Boss Control Center. Etwas Ruhe. Können wir dann die Arbeiten warten, überwachen über und warten, die im das Vault 96 wieder fit zu machen. Aufweise kommt die Maschinen zur Verfügung. Und hier ist dann jetzt der Chef. Verdammt. Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. Ha! Geschafft! Also Chef, Sie werden Vault 96 wieder fertig machen.
hier wird wohl dann schon die Standorte überwacht, wo die ganzen Einsatztrupps hin müssen. Gerade redselig bist du nicht, Alter. Und mal gucken, wie schön der Stuhl hier ist. Ja, so lümmel ich mich herum. Und ich sehe ein bisschen komisch schlank aus. Jetzt bin ich wieder weg. Kein optischer Trick oder was hier. Dann will ich sie nicht mal länger stören, General, und sehe mir noch den Rest des Camps hier an. Trinken Sie aufbereitetes Wasser, damit Sie nicht wie diese Dinger enden. Ja, das hier ist die Stromversorgung. Die Satellitenschüssel irgendwo führen, müssen auch die ganzen Computer da oben sein. Was ist da hinten? Raider Punk, lass die Finger davon. Diese Sammlung ist Eigentum der Bruderschaft. Und von hier aus werden dann also alle Sachen geregelt, um den Wiederaufbau im Ödland und das 96er Vault klar zu machen. Ich sollte Graham beibringen, wie man ein Radio benutzt. Heute, wie ich es jetzt beurteilen kann, was ich gesehen habe, die Brotherhood of Steel, die machen das wohl hier ordentlich. Und werden für uns alles vorbereiten, nicht nur für uns, auch wenn die anderen Brotherhood of Steel demnächst kommen werden, Mitglieder, und dann ist der Vault 96 bereit für uns. Bis dahin verabschiede ich mich, ich wünsche euch viel Spaß, wie immer, keine Bugs, viele Doppelscores noch für die letzten Minuten und Stunden, die wir noch haben. Und ihr mich auch. Bis zum nächsten Mal.